Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie mit zwei neuen Karten für den Montag, den 2. Juli 2012. Ja, okay, jetzt sind wir in der zweiten Jahreshälfte. Sehr spannend. Insgesamt ist zum Juli zu sagen, dass der Juli ein sehr, 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 sehr spannender Monat werden wird, weil sich da ganz, ganz viele Veränderungen anberaumen können und das auch tun. Ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten und Veränderungen. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, was da auf uns zukommt. Ich freue mich schon sehr. Wir sind insgesamt auch sehr dazu aufgerufen von oben, diese Veränderungen wirklich zu umarmen und nicht wegzuschubsen und zu sagen, oh, da habe ich jetzt Angst, wer weiß, was da jetzt auf mich zukommt, wenn irgendwelche neuen Situationen sich da eintüten. Seid da mal wirklich sehr offen und geht da mal ganz offen an den Monat ran. Das raten sie uns allen sehr. Zum einen haben wir jetzt die Erzengel, die für den heutigen Montag hier uns was zu sagen haben. Und das ist eine wunderschöne Karte, die liebe ich. Und die heißt Überwindung von Schwierigkeiten. Und das ist der Erzengel. Den Namen kann ich immer nur auf Englisch aussprechen. Jeremiah. Jeremiel vielleicht. Ich kann das immer nicht so richtig. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Also ihr wisst, wer gemeint ist, ob Englisch oder Deutsch, völlig egal. Er sagt, das Schlimmste hast du jetzt hinter dir und du überwindest problemlos alle vorherigen Herausforderungen. Wie schön. Offensichtlich war es jetzt wohl so, dass ich in den letzten Tagen und in der letzten Woche eben auch da war die Energie zum Teil recht stressig, recht aufgewühlt und konfliktgeladen. Und da sagt der Jeremiah, dass das jetzt einfach auch dazu beigetragen hat, uns wieder ein Stückchen stärker zu machen, die Dinge wieder ein Stückchen mehr aus einer anderen Perspektive zu sehen. Die Karte, wenn die Karte kommt, Überwindung von Schwierigkeiten, dann heißt, spricht das auch immer davon, dass wir einen guten Schritt gegangen sind, um die Dinge, die wir vorfinden in unserem Leben, mit einem anderen oder mit anderen Augen zu sehen, mit besseren Augen zu sehen, mit reiferen Augen zu sehen und dass wir da wirklich es geschafft haben, aufgrund, trotz erlebter Schwierigkeiten, unser Herz eben nicht zu verschließen. Und wir haben dann eher es geschafft, Mitgefühl anderen Menschen gegenüber walten zu lassen und uns da nicht zuzumachen, sondern wir haben gesagt, okay, jetzt spielen wir ausnahmsweise mal nicht mehr Opfer, sondern jetzt sehen wir einfach mal, was uns die Situation sagen und bringen soll, haben das Herz offen gelassen und sind dadurch wieder stärker geworden und reifer geworden und haben einfach wieder so einen Schritt in die richtige Richtung unserer Entwicklung genommen. Sie zeigen mir jetzt ganz groß das Wort Lob. Also offensichtlich haben wir es jetzt in irgendeiner Form geschafft, die Dinge mal anders anzugehen. Ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht, sagen sie. Wir haben da einen Schritt gemacht und das wird uns helfen, zukünftig, wenn wir in Situationen geraten, die uns vielleicht jetzt da noch aus der Bahn geschmissen hätten oder etwas irritiert hätten, um damit auch anders umgehen zu können, was natürlich für uns die Zukunft, die sogenannte, auch mehr erleichtern wird, weil wir wissen jetzt einfach besser, wie wir damit umgehen können, was wir zu tun haben, damit das Ganze sich in eine Richtung entwickelt, die uns und allen anderen zum Besten führt. Und damit wollen sie uns erstmal loben jetzt. Also das soll ich jetzt, habe ich jetzt etwas umständlich ausgedrückt. Sie bringen es einfach nur mit dem Wort Lob. Und haben wir gut gemacht, dürfen wir stolz auf uns sein. Und wie gesagt, auch wenn euch das im ersten Moment jetzt noch gar nicht auffällt, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe jetzt einfach nur Stress gehabt und weiß jetzt eigentlich gar nicht, was passiert ist und habe mich da irgendwie mit Dingen auseinandersetzen müssen, die waren vielleicht nicht so ganz prickelnd. Aber ihr habt da was gemacht, was gut war. Ihr habt da was gesehen oder ihr seht da langsam was oder ihr habt euch da in einer Art und Weise verhalten und die Dinge betrachtet, die gut waren, um jetzt einfach eine gute
Lösung anberaumen zu lassen und um auch eure zukünftigen Situationen angenehmer und besser zu gestalten. Also ihr wisst jetzt einfach besser über die Zusammenhänge Bescheid, euch mit Situationen auseinanderzusetzen und das eben in eine sehr fruchtbare und gute Richtung zu führen. Das wollen sie euch auf dem Weg sagen und wie gesagt, Lob aussprechen. So, jetzt aber zur nächsten Karte. Und zwar, das ist das Hellhören mit dem Erzengel Zadkiel. Achte auf die liebevolle Führung, die du in deinem Inneren oder von anderen Menschen hörst. Es geht jetzt darum, sie hatten jetzt auch übers Wochenende schon angesagt, dass die innere Führung eine große Rolle spielt im Augenblick. Die spielt immer eine Rolle. Nur im Augenblick ist es so, dass sie uns beibringen wollen, dass sie uns bestärken wollen, mehr auf diese innere Führung zu hören, die wir nur allzu leicht und gerne abtun, als Hirngespinste, als irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Gedanken, die da zufällig hochgekommen sind. Und sie wollen uns einfach immer mehr ein Gespür dafür geben oder uns ermöglichen, dass wir das auch lernen und uns darauf hinweisen, dass wir das lernen können, dass wir diese Stimme in unserem Inneren als diese innere Führung erkennen. Sie sagen, was ganz wichtig ist, zum einen, um diese innere Führung von reinen Gedankenmustern des Egos vielleicht zu unterscheiden, ist dieses liebevolle Gefühl, das dabei aufkommt. Wenn ihr wirklich ein sehr schönes, liebevolles, warmes Gefühl in euch spürt, dass das sehr, sehr angenehm ist, dann ist es wirklich so, dass ihr dem folgen sollt, bitte. Und einfach genau die Gedanken überprüfen sollt, die dem Ganzen zugrunde lagen. Zum anderen sollt ihr jetzt ganz verstärkt darauf achten, was von außen, auch von anderen Menschen selbstverständlich, da auf euch einwirkt an Sätzen, Wörtern, die plötzlich, wo ihr wisst, ach, das war jetzt mein Thema damit gemeint. Ihr erkennt das auch. Verlasst euch da auf eure innere Führung, bitte. Guckt mal, was ihr im Radio hört, was ihr was ihr in Liedtiteln hört, wenn ihr vielleicht merkwürdigerweise ein Lied plötzlich öfter hört oder einfach euch angeleitet fühlt, dieses Lied oft zu hören. Schaut mal, was da an Informationen im Text steckt. Hört genau hin, seid ganz wach, was andere Leute euch sagen. Und es kann irgendwie eine Bemerkung des Postboten sein, das ist völlig egal. Also es muss jetzt kein hoher Gelehrter sein, der euch da irgendwas sagt, sondern achtet bitte drauf, egal durch wen, was euch da begegnet. Und ihr werdet merken, wenn das euch betrifft, wenn das so ein Aha-Erlebnis ist, wo ihr sagt, ah ja, das war es jetzt, was ich hätte hören sollen oder was ich jetzt hören sollte, um weiterzugehen und um die Information zu erhalten, die wichtig ist jetzt für mich. Also, und damit überwindet ihr letzten Endes natürlich auch sämtliche Situationen, die da auf euch zukommen und die dann letztendlich gar keine Schwierigkeiten mehr bedeuten für euch. Denn ihr wisst jetzt immer mehr und immer besser, wie ihr mit schwierigen Situationen umgeht, indem ihr Mitgefühl zeigt den anderen Menschen gegenüber, indem ihr euer Herz offen lasst, indem ihr die positiven Punkte an euren Mitmenschen ganz in den Vordergrund hebt und einfach wirklich aufhört, euch als Opfer der Situation zu betrachten, sondern einfach euch auch eurer Macht, die ihr mit euren positiven Gedanken habt, bewusst werdet. Und zwar immer und immer und immer mehr. So, ihr Lieben, und dann wünsche ich euch jetzt für den Wochenstart einen wunderschönen Wochenstart, einen tollen, ganz tollen Montag. Bedanke mich nochmal für eure lieben Kommentare und Mails und Bewertungen und Abos und freue mich dann natürlich auch wieder auf euch und auf morgen. Tschüss.